Und du hast ja gar kein Bier mit Tzatziki. Gertrud! Scheiße! Gertrud! Gertrud! Wallerbrühe! Gertrud! Gertrud! Ah! Danke, Gertrud. Sehr gut. Danke, Gertrud. Eister mit Erdbeerjoghurt. Darum beneidet uns die Welt, ne? Wenn das griechische Elefantensperma, ne, in den Gerstensaft fällt und wie eine kleine Wolke an den Himmel der Ballerbrühe steigt. Nicht geschüttelt, nur gerührt. Prost, Gott! Halleluja! Der Zaubertrank ist da! La 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 la. Ist das hier scheißen langweilig? Aber Kurt, warum denn? Ich bin doch jetzt da, ne? Ah, großartig. Da fast so spannend, wie sich am Arsch einen Pickel aufkratzen. Ja. Tut mir leid, Kurt, ich bin natürlich scheiße, das hätte ich vergessen. Ja, mein Fehler. Aber Kurt, ein Thema, was dich vielleicht interessieren könnte, ist mir da eingefallen. Kann ich mir nicht vorstellen. Doch. Auf. Kurt, was hältst du eigentlich vom grünen Punkt? Rüber ab. Ja. Sicherlich ein innovativer Vorschlag, Herr Kurt. Aber ja, mit der Sumse, ne? Sicher. Die Ommel absägen oder abflexen, ne? Oder mit dem Kadett und einen Strick dran wegreißen, ne? Rübe ab! Ja. Sicherlich, Kurt, aber der grüne Punkt, das ist gar kein Mensch, sondern ach so, eine Aktion vom Umweltminister. Ach, Scheiße. Und ich wollte nur mal fragen, ob du da vielleicht mitmachen würdest. Da denke ich ja gar nicht dran. Aber so genug an der Hacke, ne? Ewig nachbestellen, ne? Kommt ja auch nicht von alleine, ne? Nee, Kurt, nee, sicher, hast du recht. Natürlich bist du eigentlich in Wirklichkeit völlig ausgelastet, ne? Ja, so sieht das aus. Werd nicht frech, Teppichfliese, ne? Sonst ist ruckzuck der Wurm Dankeschön. Wieder an der Batterie. Oh, Gott, nur das nicht schon wieder. 44 Ampere. Aber Kurt, was ich eben fragen wollte, ist ja, ne, also bei dem grünen Punkt, ne, das bedeutet ja nur, dass die Verpackungen in Zukunft in gesonderten Abfallbehältern gesammelt werden, damit die dann wiederverwertet werden können, ne? Gesonderte Abfallbehälter? Wie, nicht mal aus dem Fenster? Nein, das macht man schon lange nicht mehr. Ich noch, ne? Ich bin stockkonservativ, ne? Vom alten Schlag, ne? Sicherlich. Das wird noch jede leere Fischbüchse und jede leere Bierkiste eins aus dem Fenster gedröhnt, ne? Nach alter Väter Sitte, ja. Ne? Ja. Sicherlich, Kurt, aber da ist man heute wirklich schon weiter. Da wird halt alles extra gesammelt, damit das dann später recycelt werden kann. Du wirst auch gleich recycelt, du Arschloch. Also alles Beschiss mit dem grünen Punkt, ne? In Wahrheit, ne? Wird da doch in den alten Joghurtbecher wieder gleich der scheiß neue Joghurt reingedröhnt, ne? Das ist doch logisch. Meinst du wirklich? Ja, hundertprozentig. Weil die Regierung ist doch nicht blöd, ne? Jedenfalls nicht so scheißenblöd, ne? Als sie erst den Joghurt leer fressen, ne? Dann den Joghurtbecher wegschmeißen und dann wochenlang hinterher suchen, ne? Zerschreddern und wieder neuen Becher draus zusammenschmoren, ne? So blöd sind die ja nicht, ne? Ne? Also, aber kurz sag mal, warum erzählen die das denn überhaupt dann, dass der recycelt wird? Ja, weil sich diese mädchenhaften Drecksverbraucher, ne? Die ekeln sich davor, ne? Dass da womöglich schon mal einer seinen Lümmel in den Joghurtbecher reingehalten hat. Ja, das ist schon prima. Mit der Gleichberechtigung und so, ne?
Meine gibt es ja ganz andere. Die sind richtig scheiße. Die sehen aber auch scheiße aus. Und das ist nur, weil es Exporttrinker. Immer so bei Exporttrinker. Verdammt, Scheiße! Da hat er eine doofe Schule hingestellt. Du Exporttrinker oder was? Exporttrinker, du bist auch so ein Exporttrinker. Mein Bier in der Hand, ne? Vom Süden in der Gegend rumstellen.